Wir sind im Garten der Manufaktur von Blüten. Und der liegt in dem kleinen Ort Schöneiche bei Berlin. Es ist Erntezeit. Martina Göldner-Kabitsch hat die Manufaktur vor über 20 Jahren gegründet. Auf einer Reise in die französische Provence begann ihre Begeisterung für die Blütenküche. Weil die Blüten neben ihrer Optik, also sie sehen einfach auch toll aus, so ganz neue Geschmackskomponenten ins Essen geben. Kein Kraut, kein Gewürz schmeckt wie Rose oder Lavendel oder Holunderblüten. Das sind so ganz eigene Geschmackskomponenten letztendlich, die wir dann ins Essen bekommen und die es unwahrscheinlich spannend machen. Auf rund 120 Quadratmetern baut sie in ihrem Schaugarten alle Arten von Blüten an. Dazu gehören natürlich auch Rosen. Die Rose ist für mich, also es ist einfach meine Lieblingsblume. Sie muss nicht unbedingt immer mit süß kombiniert werden. Sie passt wirklich auch zu herzhaften Sachen. Und für viele ist halt die Blütenküche eher so ein bisschen, manche sagen auch Kaninchenfutter, eher so grün, Salat in die Richtung und sind dann ganz überrascht, dass es wirklich auch mit Fleisch und mit Fisch harmoniert. Hier kocht Martina Göldner-Kabitsch normalerweise mit Gästen Blütendinner. Für uns kreiert sie mit der großen Rosenblüte ein Carpaccio aus Birnen und Kohlrabi. Also bei der Rose ist es auch manchmal ein bisschen schwierig, gerade auch Frauen, die vielleicht eine Bodylotion oder ein Parfüm haben, in der Rose mit verarbeitet ist, weil eben dieser Geruch, ne, den man kennt aus dem Parfüm, wenn man den auf einmal auf der Zunge hat und schmeckt, ist es einfach ungewohnt. Mit einem Rosenblütengelee aus eigener Produktion rührt sie die Glasur für Lachsfilets. Et voilà, ein pikanter Genuss mit einer rosigen Note. In der Blütenküche unterscheidet man drei unterschiedliche Arten. Das sind die Blüten, die duften und die auch ein ganz spezielles Aroma haben, ein ganz charakteristisches Aroma, wie zum Beispiel die Holunderblüte oder Jasminblüten, Rosen, Lavendel, Flieder. Wenn man es riecht oder schmeckt, man weiß gleich, aha, das ist der Flieder oder das ist die Rosenblüte oder eben die Holunderblüte. Die Begonie ist eine Vertreterin der zweiten Art, denn sie duftet kaum und hat einen eher unspezifischen säuerlichen Geschmack. Und die dritte? Das sind die Blüten, die natürlich wunderschön aussehen, wie hier die Hornfeilchen oder auch Stiefmütterchen. Dann gibt es Kornblumen, Mohnblumen, aber eben kein Duft und auch nur ganz wenig Geschmack haben. Die bestechen einfach hauptsächlich durch ihre Optik. In ihrem Laden und vor allem online verkauft sie Aufstriche, Gewürze und Sirup mit Blütenaroma. Martina Göldner-Kabitsch hat viele Stammkunden, mit denen sie eine enge Bindung pflegt. Ich finde es auch immer schön, wenn Kunden zu mir kommen und mir ihre selbstgemachten Marmeladen oder Gelees, die sie halt mit Blüten gemacht haben, vorbeibringen. Einfach damit ich das auch mal probiere, teste, weil sie natürlich auch stolz sind, weil sie manchmal auch Tipps haben möchten. Zur Dekoration von Torten verzuckert Martina Göldner-Kabitsch die Blüten. Dank einer dünnen Eiweißschicht bleibt der Zucker gut haften. Also das, was man dadurch erreichen möchte, ist natürlich, dass die Blüte auf der einen Seite haltbarer ist. Durch den getrockneten Zucker letztendlich wird es auch so ein bisschen knusprig, schmeckt also auch lecker, weil Zucker ist ein Aromaträger. Und es sieht natürlich total schön aus, finde ich. Abgerundet mit ein wenig Blütenkonfetti, natürlich aus dem eigenen Garten, ist der Kuchen servierfertig. Im Garten der Manufaktur hat Martina Göldner-Kabitsch im vergangenen Jahr ein Café eröffnet. Also ich habe zum Beispiel hier eine Lavendel-Mandeltart. Man schmeckt den Lavendel, man hat das Gefühl Provence, ne? Irgendwo in Frankreich und Sommer. Also man schmeckt das richtige Aroma raus, also es ist ganz was Erlesenes. Mit ihren Kreationen nimmt die Blumenköchin Martina Göldner-Kabitsch ihre Gäste mit in ganz neue Geschmackswelten.